Mein Name ist Margareta Kuchus. Ich bin 1936 in Aussig an der Elbe, damals Sudetenland, geboren. Ich habe hier meine Kindheit bis 1946 verbracht. Nach dem Krieg wurde das Sudetenland dann zu Deutschland gegeben. Und Tschechien hat dann das Sudetenland wieder eingenommen und die Deutschen mussten raus. 1946 musste ich also meine Heimatstadt verlassen. Wir haben ja vor dem Krieg schon in der Masarykstraße 159 gewohnt. Ich bin ja hier in der Mädchenschule eingeschult worden. In unserem Haus haben Tschechen, Deutsche und Österreicher gewohnt, sodass es also keine Panik gab oder sonst etwas. Es war eine sehr schöne Hausgemeinschaft. Wo wir hier stehen, war die große Wiese. Ich weiß nicht, ob es das Haus, was hinter uns ist, ob es das Haus der Gestapo war oder ob es noch dahinter stand. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Und nun müssen Sie sich denken, ich stand also im dritten Stock am linken Fenster und habe rausgeschrien und von hier haben sie in die Wohnung reingeschossen. Und die Hauswirtin hat mich schnell zur Seite genommen. Und hier auf dieser Rasenfläche, da hat man dann die Leute auch zusammengeschlagen. So, und nach diesem Erlebnis haben wir denn gesagt, also hier können wir nicht mehr bleiben. Vor uns sind ja schon welche vertrieben worden, können wir nicht mehr bleiben, also das ist nichts für uns. Wir hätten keine tschechische Staatsbürgerschaft annehmen können, weil mein Vater zu der Zeit noch bei der Wehrmacht war. Also haben wir gesagt, dann möchten wir mit einem der Transporte aus sich verlassen. Wir wurden also nach Lerchenfeld gebracht. Dort wurden wir registriert. Jeder durfte 50 Kilo Gepäck mitnehmen. Schmuck und Sparkassenbücher wurden abgenommen. Und dann wurden wir in sogenannte Viehwagen, also diese Holzzüge oder wie man gesagt hat, wurden wir verladen und sind meines Wissens nach 8 Wochen durch Deutschland gefahren, weil keine Stadt uns haben wollte. Endstation nach 8 Wochen war dann für uns Mecklenburg-Vorpommern, die Stadt Neustrelitz. Und in Neustrelitz waren wir dann in einem Lager, in einem Entlausungslager. Man kann sich ja vorstellen, wenn man so viele Wochen in einem Waggon ist, dass ja da auch Krankheiten und sonst was auftritt. Da kamen wir dann in das Lager und von dort aus wurden wir auf die Dörfer verteilt. Mein Vater ist 1943 zur Wehrmacht eingezogen.
Und die letzte Post kam aus Polen und der ist auch nicht wieder zurückgekommen. Es war in Aussicht richtig verrufen, wenn man das Wort Lerchenfeld in den Mund genommen hat. Denn musste man aufpassen, dass man nicht selbst inhaftiert wurde. Man hat hier alle untergebracht, Männer, Frauen, wo man wusste, dass die sich in der Nazizeit politisch damit beschäftigt haben oder Funktionen inne hatte, die hat man hier in das Lager hochgebracht. Man hat sie bei Wasser und Brot, so wurde uns erzählt, ernährt. Sie wurden auch geprügelt. Etliche Tote gab es hier. Selbst mein Onkel, der in Türmitz irgendwie, wie man früher gesagt hat, bei den Parteifreunden kassiert hat, den hat man hier hochgebracht. Er hatte aber das Glück, dass er überlebt hat und entlassen wurde. Das war ja alles streng geheim. Aber es sickerte eben durch, dass sie eben geprügelt wurden und getreten wurden und sonst was. Aber so richtig ist das ja gar nicht in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Erst dann, als mein Onkel entlassen wurde, hat er dann darüber erzählt. Und das waren wirklich Graueltaten. Mein Onkel war ein Riese. Und wenn ein Riese weint, was er erlebt hat, dann weiß man, was hier oben los war. Also eigentlich nur Trauer. Trauer, was man den Menschen angetan hat, die eigentlich nichts dafür konnten. Denn wir hatten das Nazi-Regime und da haben sie sich dann mit daran beteiligt. Und wenn sie das nicht getan hätten, hätten sie auch ins Gefängnis gemusst. Ja, die wurden ja meistens dazu gezwungen. Und ich denke immer wieder, das dürfte nie wieder vorkommen, was zwischen den Völkern stattgefunden hat. Denn die Deutschen haben den Tschechen nichts getan und die Tschechen eigentlich den Deutschen nichts im Anfang. Nachher, als die Vertreibung stattgefunden hat, dann haben die Tschechen ihr wahres Gesicht gezeigt, haben sich also in die Wohnungen gesetzt von Deutschen, haben die Deutschen misshandelt. Man denke dran, mit der Elbe und mit den Löschteichen und dass man sie dass man ihnen nicht gestattet hat, auf den Bürgersteig zu gehen, das waren ja keine, die wurden als Menschen zweiter Klasse erklärt und das darf nicht wieder vorkommen. Wenn wir hier auf der Brücke stehen, dann denke ich dran, dass zu meiner Rechten die Schichtwerke sind. Schichtwerke haben Seife hergestellt, haben Waschpulver hergestellt und so weiter. Die waren also 1946 in tschechischer Hand. Und plötzlich, als die Sirenen gingen, hat man gesagt, die Deutschen hätten in den Schichtwerken Sabotage gemacht. Und da sind die Tschechen losgelaufen, da sie sowieso einen Hass auf Deutsche hatten, sind sie hier bis zu der Brücke gelaufen, das ist nicht allzu weit weg von den Schichtwerken,
und haben jede deutsche Familie, die hier drüber wegging, mitsamt Kinderwagen und sonst was in die Elbe geschmissen. Die Tschechen durften hier laufen, die Deutschen nicht. Und das hat sich dann weitergeführt bis direkt nach Aussig rein in die Innenstadt. Und da hat man dann weitergemacht und hat dann die Deutschen in die Löschteiche, die damals da waren, noch während des Krieges gebaut, auch reingeschmissen. Und die wurden dann auch, zum Teil sind sie ertrunken, zum Teil konnten sie sich retten. Und da hat man gesagt, das war richtig, dass die Tschechen das gemacht haben. Die Deutschen hätten ja sabotiert. Aber wie wir später mitbekommen haben, war das nicht an dem. Das war nur ein Startschuss, damit die loslaufen konnten und die Deutschen vernichten. Und die Deutschen, die hier reingeworfen wurden, wurde beschrieben, die Leichen sind manchmal bis Bad Schandau gekommen. Und das war eine hohe Zahl. Ich weiß die Zahl nicht mehr aus dem Kopf, aber wenn ich in den Unterlagen, die immer geschrieben wurden von unserer Zeitung, nachsehen würde, könnte ich sogar die Zahl sagen, wie viel man so gefunden hat. Aber man hat ja nicht alle gefunden. Das war praktisch der Aufstand hier in Aussig. Durch das Deutsche Rote Kreuz konnte man seine Angehörigen suchen lassen. Und gesucht wurde der Bruder meiner Mutter und der wurde gefunden in Schönebeck. Also, was haben wir gemacht? Meine Mutti und ich, wir haben uns in den Zug gesetzt und sind nach Schönebeck gefahren. Mein Onkel hat in Bad Salzelm seine Wohnung bekommen. Wir haben dann auch versucht, nach Schönebeck zu ziehen. Ich muss aber sagen, es war sehr schwierig. Man kann sich das heute gar nicht vorstellen und ich weiß auch nicht, wie wir das geschafft haben. Die Züge waren seinerseits so voll, dass man mich durchs Fenster in den Zug reingeschubbt hat. Und meine Mutti hatte das Glück, sie konnte noch mit einsteigen. Als wir 1948 nach Schönebeck kamen, da hießen wir nicht Vertriebene, sondern Flüchtlinge. Die haben uns als Flüchtlinge anerkannt, die Schönebecker, und wollten eigentlich nicht so viel mit uns zu tun haben. Denn der ganze Friede in der Stadt war ja gestört durch die vielen Leute. Jeder sprach dann den Dialekt und so weiter. Also das war im Anfang gar nicht so einfach, aber ich habe ja auch gesagt, unsere Wohnung am Solgraben, die war super. Das waren echte Schönebecker, die da gewohnt haben. Und die haben uns sofort integriert. Also die haben nicht gesagt, ihr kommt ja von den Polacken oder sonst was, ja, sondern die haben uns integriert. Aber wir mussten echt darum kämpfen, dass wir nicht Flüchtlinge, sondern Vertriebene heißen. Denn Flüchtlinge sind ja die, die nicht ohne Grund, aber die einfach losgehen. Und wir wurden ja vertrieben, uns hat man ja rausgeschmissen. Und das ist der Unterschied zwischen Flüchtlingen und Vertriebenen. Und darum haben wir auch in der Landsmannschaft immer darum gekämpft, der Vertriebenenverband sind wir. Ja? Und da haben sich eben auch sehr viele, die genauso gedacht haben wie wir, da eingeschrieben und sind unsere Mitglieder geworden. Bloß leider jetzt am Zahn der Zeit, dass eben alle älter geworden sind und sich dann ausgeklinkt haben, verstorben sind oder sonst was. Und Jugend ist nicht nachgekommen. Ich sehe das ja bei mir selber. Meine Tochter hätte kein Interesse gehabt, da irgendwie Mitglied zu werden oder mitzumischen. Ja. Und ich sehe das so, dass in 10 Jahren das ja nicht mehr ist. Ja, nicht mehr existiert bei uns.
Aber trotzdem bin ich froh, dass ich eben immer noch was davon höre, von den Sudetendeutschen. Und solange, wie mir das so vergönnt ist, wollen wir auch uns auch immer treffen, weil die 10 Frauen sind wirklich froh, dass wir uns mal treffen und dass sie sich mal aussprechen können und so weiter und so fort. Wir hatten ja auch bis vor 2 Jahren noch eine, die ist jedes Jahr noch nach Tschechien gefahren, nach Kulm, und hat uns dann jedes Mal berichtet und jeder hat sich gefreut, dass er was gehört hat, ja. Und jetzt warten sie, wenn ich komme und Versammlung habe, was die 3 Tage los war. Und da richten wir gleich einen Raum zur Verfügung, vielleicht so wie hier. Und da haben wir dann das erste Mal uns erstmal wieder unterhalten. Und hier ist ein kleines Bild drin, wo der Museumsmitarbeiter mit uns erzählt und schreibt hier direkt auch mit der Zeitzeugin, mein Name, Thomas Garrigut Masaryk, das war ja der erste Staatspräsident der Tschechoslowakei, nach der Gründung 1918 zurück. Er nannte die im Land lebenden Deutschen Naši Němci. Seit fast 800 Jahren hatten sich Deutsche, darunter auch jüdische Deutsche, im Gebiet des heutigen Tschechien angesiedelt. Mit dabei ist auch die 1936 in Aussicht geborene Margarete Kuhus. Auch sie musste mit ihrer Mutter nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verlassen. Es wird sehr vieles totgeschwiegen. Und wie gesagt, wenn wir nicht die Zeitzeugen oder die Älteren oder die Alten, muss ich ja schon sagen, da sind ein anderer, befasst sich damit nicht mehr. Und das ist schade. Das finde ich sehr schade, dass das, was aufgebaut wurde, dann auf Deutsch gesagt den Bach runtergeht. Aber es findet sich keiner mehr. Und das sollte auch nie in Vergessenheit geraten, was der Krieg gemacht hat mit uns, was die Vertreibung mit uns gemacht hat. Ja, das sollte nicht in Vergessenheit geraten. Also wir haben vor 2 Jahren das Projekt angefangen mit Flucht und Vertreibung. Und da haben wir dann mit Frau Kugus gesprochen, die auch ein Buch über ihre Flucht geschrieben hat. Und dann kam uns dieses Jahr die Idee, dass wir mit Frau Kugus nach Aussig fahren können, um dort ihre Stadt zu besuchen und die ganzen Orte, um halt ihr Leben nachzuvollziehen und auch ihre Flucht, also die ganzen Fluchtweg, besser nachvollziehen zu können und halt auch, wie sie dort gelebt hat, wie dort Deutsche behandelt wurden. Und deswegen planen wir das heute, dass wir nach Aussig fahren können und gucken auch, ob wir diese Orte, die wir da aufgeschrieben haben, noch finden, beziehungsweise in die Planung mit einbeziehen,
wann wir sie halt besuchen. Und ja, das würden wir heute am besten alles in der Zeit schaffen. Sechs, zwölf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,